Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie. Da bin ich wieder, Nils Gajuwi. Ich habe eine Frage bekommen von jemandem, der schon die 60 hinter sich gelassen hat. Und der hat mich gefragt, soll ich mit meinen 60 Jahren denn nun in Aktien investieren, die eine hohe Dividendenrendite zahlen oder in Aktien, die ein hohes Dividendenwachstum aufweisen? Das ist eine wahnsinnig interessante Frage und ganz intuitiv würde ich erst einmal vermuten, es macht mehr Sinn, in eine Aktie zu investieren, die 6 oder 7% Dividende zahlt, als in eine Aktie, die vielleicht nur 1 oder 2% Dividende zahlt, wenn man nichts mehr ansparen kann, sondern vielleicht von seinen Dividenden leben muss und wenn man eben schon 60 oder 65 Jahre alt ist. Nun, das ist der erste Eindruck, aber ich habe das Ganze dann mal durch meine verschiedenen Analyse-Tools laufen lassen und zwei Aktien will ich einfach mal vorstellen, die deutlich machen, wie sehr man hier auf dem Holzweg sein kann. Nehmen wir als erstes mal die Aktie von Lexington Properties. Lexington ist ein REIT, zahlt im Augenblick 6,3% Dividende. Und wir sehen, dass die Aktie günstig bewertet ist. Man könnte sie also kaufen, wenn man jetzt mal alle anderen Faktoren außer Acht lässt. Und wir sehen auch, dass wir hier eine 6-Jahres-Durchschnittsdividendenwachstumsrate von etwa 1% haben. Das ist also typisch für viele REITs. Die haben hohe Dividenden, aber wenig Dividendenwachstum. Nehmen wir als Vergleich mal eine Aktie, die viele gar nicht auf dem Schirm haben dürften als Dividendentitel, aber jeder kennt sie, Starbucks. Starbucks schüttet 1,8% Dividende aus, das ist erstmal nicht so wahnsinnig üppig, aber in den letzten 6 Jahren hat Starbucks die Dividende jedes Jahr im Durchschnitt um roundabout 30% angehoben. Wenn man sich jetzt beide Aktien in der Vergangenheit anguckt, dann stellt man fest, nach 6 Jahren wäre man bei der Lexington-Aktie bei einer Dividendenrendite von ca. 8,5%, wenn man seine Dividenden nicht wieder anlegt, sondern einfach auf die Kurssteigerungen, auf die Dividendensteigerungen hofft. Und bei Starbucks wäre man bei einer Dividendenrendite auf Kostenbasis von 7,4%. Wenn man also seine 10.000 Dollar beispielsweise einfach liegen lässt und die jährlichen Dividendenrenditen einrechnet. Nun, das ist die Vergangenheit, aber wie sieht die Zukunft aus? Mal abgesehen davon, dass wir das natürlich nicht wissen, habe ich hier aber mal unterstellt, dass bei Lexington die Dividende sich nicht weiter erhöht, außer um dieses 1% im Jahr und dass wir bei Starbucks nun nicht in diesen 30% Schritten weiter wachsen können, sondern irgendwann wird sich das Wachstum verlangsamen und ich habe einfach mal 20% unterstellt an Dividendenwachstum pro Jahr. Und hier gibt es ein Tool, den Link dazu füge ich unter diesem Video nochmal ein, mit dem man berechnen kann, was passiert, wenn man diese beiden Investments gegeneinander stellt. Und die Kurve, die wir hier sehen, die ist doch recht beeindruckend. Nämlich Starbucks überholt Lexington mit einer Dividendenrendite auf Kostenbasis von 7,74% gegenüber 6,82%, immerhin nach 9 Jahren schon. Das heißt, unser 60-Jähriger könnte seine Dividenden jedes Jahr verfrühstücken und trotzdem würde er noch vor dem 70. Geburtstag mit der Starbucks-Aktie mehr Geld verdienen als mit der Lexington-Aktie. Nun, was passiert, wenn unser Rentner so alt wird, wie Rentner heute werden, beispielsweise 85? Nach 25 Jahren ist wohlgemerkt ohne Reinvestment die Starbucks-Dividende bei sage und schreibe 143% angekommen auf das Originalinvestment und Lexington liegt bei 8%. Das heißt, unsere Ausgangsdividende von 1,8% mit der höheren Wachstumsrate führt dazu, dass wir nach 25 Jahren hier ein Verhältnis haben von ungefähr 13:1, was die Dividenden angeht, von Starbucks gegenüber Lexington. Jetzt könnte man denken, okay, das ist für jemanden, der von den Dividenden lebt, ja schon imposant, aber was passiert denn dann mit jemandem, der nun auch noch die Dividenden
reinvestieren kann, der vielleicht 30 Jahre alt ist oder 40 Jahre alt ist. Nun, da wird sich die Differenz zwischen den beiden Aktionären etwas verringern. Das heißt, prozentual kriegt unser Starbucks-Investor, wenn er 25 Jahre dabei bleibt und seine Dividenden reinvestiert, ungefähr das Sechsfache von dem, was der Lexington-Investor bekommt, wenn auch der seine Dividenden reinvestiert. Beide kriegen erheblich mehr, das ist klar, aber unser Lexington-Investor muss sich mit 34% Dividendenrendite zufrieden geben. Unser Starbucks-Investor kommt auf 204,5% Dividende, also Rendite auf Kostenbasis. Nun, was lernt uns das, würde mein Lehrer wieder fragen. Man sollte nicht nur darauf schauen, was man heute in der Tasche hat, sondern auch darauf, was man in den nächsten 5, in den nächsten 10, in den nächsten 20 Jahren daraus machen kann. Und meiner Meinung nach ist es nie zu spät. Wie gesagt, wenn heute jemand 60 Jahre alt ist, dann kann er durchaus 85 werden. Er kann 90 werden, je nachdem, was die Gesundheit und die Gene vorgeben. Die Statistik spricht da eine eigene Sprache, die Lebenserwartung wird immer höher. Und wer heute denkt, er ist schon am Ende der Fahnenstange angekommen, nun, ich wünsche allen ein langes und gesundes Leben und eines, wo sie keine Geldsorgen haben. Wenn sie die richtige Aktienauswahl treffen, dann wird das einfacher. Schauen Sie aufs Wachstum und nicht nur auf das, was heute im Portemonnaie klingelt. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, alles Gute, Ihr Nils Gajowi.